PCR-Tests helfen gar nicht im Kampf gegen die Pandemie. Zu diesem überraschenden Ergebnis kommen jetzt Forscher der Universität Duisburg-Essen, die etwa 190.000 Tests ausgewertet haben. Das Problem sei, dass bei einem PCR-Test nur ermittelt wird, ob jemand Corona-positiv oder negativ ist, aber nicht, ob die Person auch ansteckend ist. Und das sei das Entscheidende, so die Forscher. Im März beispielsweise hätte es bei fast 80% der ausgewerteten Tests gar keine Ansteckungsgefahr gegeben. Der durch die PCR-Tests ermittelte Inzidenzwert sei deshalb auch keine richtige Grundlage für Maßnahmen wie beispielsweise einen Lockdown. Und da fragen wir natürlich direkt nochmal nach bei unserem Dr. Christoph Specht. Herr Dr. Specht, schön, dass Sie Zeit haben. Wenn die PCR-Tests gar keine gute Grundlage für irgendwelche Corona-Maßnahmen sind, worauf soll man denn dann gucken? Naja, also der PCR-Test ist schon an sich nicht schlecht, aber man kann ihn halt nicht überbelasten. Er kann tatsächlich nur sagen, wir haben da Virus gefunden oder nicht. Er kann nicht sagen, wie viel Virus haben wir denn da gefunden. Es gibt zwar einen Wert, der bei diesem PCR-Test auch mit erhoben wird und der heißt CT-Wert. Der gibt sowas an etwa, wie viel Virus war denn da? Denn das ist das, was wir ja wissen wollen. Das Blöde ist, dieser CT-Wert, der ist nicht so richtig genormt zwischen Labor und Labor, also verschiedenen Labors, aber man hätte immerhin schon mal so eine Idee, wie viel denn da an Virus gefunden worden ist. Denn so haben die das in der Studie auch rausgefunden. Bei 80% der Untersuchten war dieser Wert so, dass man sagen kann, die Menschen waren gar nicht ansteckend. Und warum wurde das Ihrer Meinung nach dann überhaupt nicht berücksichtigt? Ja, am Anfang der Pandemie war es ja in Ordnung, einfach nur zu gucken, ist da Virus da, ist jemand infiziert oder nicht. Das war in Ordnung, weil wir auch wenig über das Virus wussten und auch natürlich noch gar keine Impfungen hatten. Aber jetzt sind wir natürlich in einer ganz anderen Situation. Vor allen Dingen wird mir schon Angst und Bange, wenn ich an den Herbst denke und wenn wir dann genauso stumpfsinnig immer nur diese reinen Laborwerte, also PCR-Tests zählen und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da sind wieder so und so viele Infektionen. Wir müssen endlich das tun, was man in der Medizin eigentlich immer tut. Man schaut nach Kranken, nach Symptomen. Wir müssen gucken, wer ist denn da infiziert? Hat denn der überhaupt Symptome? Am besten natürlich auch den CT-Wert miterheben, um wenigstens einschätzen zu können, ist der infektiös oder nicht. Das müssen wir dringend tun im Herbst, sonst haben wir genau die gleiche Katastrophe wie im letzten Herbst und das wollen wir ja alle nicht. Absolut nicht. Und wir geben die Hoffnung nicht auf, dass wir dann schlauer sind. Vielen Dank, Herr Dr. Specht. Wir wollen heute möglichst kurz und knackig zur Recherche anregen. So auch das Motto von Munkeltmann. Hierzu präsentieren wir 6 Aussagen zur mutmaßlich epidemischen Lage von nationaler Tragweite und fragen, existiert die überhaupt? Ausführungen und beispielhafte Quellen zu den Aussagen findet ihr in der Beschreibung des Videos bzw. im Beitrag auf munkeltmann.de. Macht euch bitte selbst ein Bild und überprüft, was wir herausgearbeitet haben. Der PCR-Test kann keine Infektion nachweisen. Mit PCR, wenn man es gut macht, kann man ziemlich alles in jedem finden. Die Messung ist nicht exakt. PCR ist ein Prozess, der aus etwas eine ganze Menge macht. Es sagt Ihnen nicht, dass Sie krank sind und es sagt nicht, dass das Ding, das man findet, Ihnen Schaden zugefügt hätte. Das sagt der Erfinder der PCR. Es ist kein Test, sondern ein Laborverfahren. Die Inzidenzzahl ist absolut wertlos. Der PCR-Test kann keine Infektion nachweisen, hatten wir eben. Testpositive werden zu Fällen oder auch Neuinfizierten gemacht. Sie sind lediglich Testpositive. Die Zahlen werden absolut verwendet und nicht in Bezug auf die Anzahl der Getesteten gebracht. Das sagt auch Professor Schrappe am 24.11.2020 im ZDF. Quelle in der Beschreibung. Weniger ARE-Fälle laut Robert-Koch-Institut. Was ist ARE? Akute Atemwegserkrankung. Das AGI, die Arbeitsgemeinschaft Influenza vom Robert-Koch-Institut, überwacht seit fast 30 Jahren, seit 1992, dass Viren nicht zur Epidemie werden, zum Beispiel bei der Grippe. Die Coronaviren wurden in den 60er Jahren entdeckt, geben tut sie wahrscheinlich schon immer. Der Anteil an Atemwegserkrankungen lag seitdem, das Robert-Koch-Institut das überprüft, immer zwischen 5% und 15% ungefähr. Der Covid-19-Anteil an Atemwegserkrankten aktuell liegt bei 9%, also völlig im Rahmen. Kann man hier wunderbar sehen, ganz klein unten ist der Covid-19-Anteil. Warum fragt man eigentlich nicht mal bei der Arbeitsgemeinschaft Influenza beim Robert-Koch-Institut nach zur aktuellen Lage? Klinikabbau in der schlimmsten Pandemie aller Zeiten.
20 Kliniken mit insgesamt ca. 3000 Betten wurden 2020 abgebaut. Wer es genau lesen will, drückt einfach die Stopptaste. Keine Übersterblichkeit. In Summe sind die Zahlen von 2020 nicht schlimmer als im Grippejahr 2017-2018. Rechnet man das Bevölkerungswachstum und die Alterung der Gesellschaft mit dazu, stellt man fest, dass es dann schon gar keine Übersterblichkeit gibt. Intensivbettenbelegung gestiegen. Die Belegung sei prozentual gestiegen, heißt es. Auf diesem Bild aus dem Divi-Intensivbettenregister kann man wunderbar sehen, wie bei einer konstanten Belegung von 20.000 Betten aus 35% frei nur noch 17% frei wurde, beziehungsweise aus 65% Belegung 83% Belegung. Ganz einfach durch den Abbau freier Betten. Auch interessant an dieser Stelle ist die Intensivbetten-Notfallreserve von 10.000 Betten, die noch zu keinem Zeitpunkt angezapft worden ist. Im zweiten Bild seht ihr die extreme Auslastung durch Covid-19-Fälle bei den Intensivbetten. In der Spitze maximal 4.000, 5.000 Betten und das bei einer Notfallreserve von 10.000 Betten, die noch nie benutzt wurde. Also stellt euch selbst die Frage, wir wollen hier einfach nur präsentieren. Und wie immer an dieser Stelle empfehlen wir, euch euer eigenes Bild zu machen, hinterfrage alles und denke selbst. Euer Munkeltmann-Team.